Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, der Säurebasenhaushalt ist so ein Thema, gell? Die Säure, die lagert sich ja gern mal in Form von Zellulite in unser Gewebe ein. Das finden wir oft auch nicht so toll. Auf der anderen Seite ist ein übersäuerter Körper auch öfters mal müde, ausgebrannt, ausgelaugt und hat auch Schwierigkeiten, wirklich in voller Vitalität durchs Leben zu gehen. Und was wir alles dafür tun können, dass das Ganze wieder in Balance kommt, das hören wir heute von unserem Gast, Dr. Friederike Wiechel aus der Swiss Mountain Klinik. Also bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo, liebe Friederike. Hallo, schön, dass du Corinna. Da bist. Ja, die Zellulite, gell? Wenn da so sich die Säure einlagert. Letztens hat ein Freund so zu mir gesagt, das nennt man auch Hagelschaden. Das war auch witzig, ja. Der Hagelschaden von meiner Frau wurde auch besser durch die Säurebasenkur. Sieht man immer wieder, ja. Ja. Und was ist denn das genau? Also ich weiß, vor vielen Jahren haben immer mal wieder so in der Alternativ-Heilpraktiker-Szene immer wieder die Menschen von Schlacke und Schlackstoffe loswerden geredet. Dann hatten wir auch immer wieder Ärzte, die gesagt haben, das ist ja völliger Quatsch, Schlacke gibt's gar nicht. Also was ist denn jetzt der Stand der Dinge? Naja, der Stand der Dinge ist einfach, dass der Körper ist ja, wie eine Mülldeponie, sagen wir mal so heutzutage, ne? Durch die Ernährung, durch die Schadstoffe. Und der Körper ist ja eigentlich den ganzen Tag nur darauf aus, das Gleichgewicht zu halten. Gerade im Blut, ne? Im Blut, damit es fließt, damit es nicht verklumpt und erstarrt, muss der Blut-pH immer zwischen 7,35 und 7,45 sein, ne? Geringste Schwankungen sind schon mit dem Leben teilweise nicht mehr vereinbar. In der Schulmedizin haben wir das nicht gelernt, ne? Das ist da gibt's quasi die schwere Azidose, Alkalose und so, aber das ist ja nicht das, was wir im Alltag erleben. Im Alltag erleben wir ja die chronische Übersäuerung und das sehen wir dann im Bindegewebe, ne? Wenn Leber, Niere, Lymphe überlastet sind, dann lagert der Körper ein und das im Bindegewebe, ne? Und die Zuckereiweißmoleküle dort im Bindegewebe, die binden dort, wo eigentlich das Wasser sitzen sollte, ne? Weil das Wasser, die Wasserspeicherkapazität des Bindegewebes macht alles schön so flexibel, elastisch, ne? Damit ist der Körper sehr, ja, anpassungsfähig, sagen wir mal so. Die wird durch die Säure unterbunden, ne? Weil dort, wo das Wasser lagern sollte, bindet sich die viele Säure, also das Bindegewebe hilft. Und dann geht natürlich ganz viel verloren, weil die Anpassungsfähigkeit, die Flexibilität geht verloren. Ne? Wir kennen das alle, im Alter wird man steifer, Zellulite bildet sich, ne? Gelenke werden steif. Das ist ganz, ganz klassisch. Und der Körper ist natürlich auch so, dass er dann, wenn es zu viele Säuren werden im Bindegewebe, gibt es eine Rückkopplung an den Knochen zum Beispiel. Und der Knochen muss dann mit Puffern. Also das Körper hat ja körpereigene Puffersysteme, um den pH-Wert immer aufrecht zu erhalten. Und der Knochen hat einfach ganz viele Mineralien gespeichert. Und wenn der Säureanteil im Bindegewebe steigt, dann werden die Knochen alarmiert, über ihre Osteoklasten Calciumphosphat zu mobilisieren. Und die gehen dann mit den Säuren Salze ein, ne? Und das sind eigentlich die Schlacken, diese Verbindung zwischen Mineralien und Säuren, das nennt man die Salze. Und die bilden dann diese Schlacken. Ne? Und das kannst du dann sehen in Form von Zellulite oder auch ganz klassisch ist dann bei den älteren Menschen auch der Gichtfuß. Mhm. Ne? Gallensteine, Nierensteine, Arteriosklerose, all das ist auch auf Verschiebungen im Säurebasenhaushalt auf diese Schlackenbildung zurückzuführen. Mhm. Gibt es jetzt Möglichkeiten, diesen Abbau, Abtransport der Giftstoffe der Schlacke zu fördern? Ja, das kann man machen. Also ganz klassisch ist natürlich die Ernährung. Basische Ernährung. Ne? Als ich klein war, war mein Vater schon so auf bei Max-Meyer-Kuren und kam dann mit basischen Ernährungskochbüchern zurück, kann ich mich noch erinnern. Also basische Ernährung, Obst, Gemüse basiert, hauptsächlich natürlich ganz, ganz viel Gemüse ist mal das A und O. Tierisch Eiweiß reduzieren. Pflanzensäfte, ne? Gerade diese Gemüsesäfte, Gurkensäfte, Selleriesäfte, Karottensäfte. Also die volle Kraft der Natur nutzen,
meinem Körper Elektronen, Vitalstoffe zu geben, Mineralien auf gesunde Art und Weise zuzuführen, damit er nicht an seine eigenen Reserven gehen muss. Dann ist natürlich das andere, ich muss diese, sagen wir mal, Schlacken auch wirklich ja, lösen und dann auch abtransportieren. Und dafür gibt es wunderbare auch Kräuter, ne? Also die zahlreiche Kräutermischungen, die man da nehmen kann. Und dann ist es natürlich so, wann lagert sich denn die Säure, die Schlacke im Bindegewebe ab? Dann, wenn meine anderen Ausscheidungsorgane überfordert sind. Und wer hilft uns dann? Die Haut. Ne? Die Haut ist einfach ein großes Ersatzausscheidungsorgan. Ne? Das sehen wir an den Talgdrüsen, wenn wir vermehrt schwitzen. Einige Menschen haben ja auch einen sehr penetranten Körpergeruch oder haben ihre Hautekzeme. Einige Menschen schwitzen ganz automatisch, haben immer irgendwie schwitzige Hände, ne? Nasse Füße. Das hört man häufiger mal. Und dann kann man die Haut auch nutzen über basische Bäder zum Beispiel. Das empfehlen wir unseren Patienten immer. Ne? Machen Sie 2-3 Mal in der Woche wirklich ein Basenvollbad. Vorher schön trockenbürsten, ne? Die Durchblutung anregen und dann auch wirklich bis zu 60 Minuten einfach drin bleiben. Ah, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also 60 Minuten oder ja, gibt es immer so Phasen oder sollte man auch mal wieder lernen, auf seinen Körper zu hören und zu spüren, wann ist jetzt Zeit rauszugehen? Ja, das ist sowieso. Ne? Also ich bin auch kein Langbader, sagen wir mal so. Ne? 30 Minuten, da hört es bei mir dann schon auf. Aber man, desto länger, desto besser. Und dann währenddessen immer wirklich auch trockenbürsten. Also in der Badewanne nicht, in der Badewanne eher nassbürsten, vorher trockenbürsten, um dann wirklich die Haut richtig anzukurbeln, die Gifte rauszutreiben. Und dann muss man auf sich hören. Man kann aber genauso gut, weißt du, machst du die schöne Musik an, Kerzenlicht, wie auch immer, gehst mit deinem Partner in die Badewanne. Also es gibt, du kannst ja diesen Prozess verlängern, indem du dir die Umgebung einfach schön gestaltest. Oder kannst dir einen Film anschauen oder was auch immer. Ne? Dass die Möglichkeit besteht ja schon. Und der einfach keine Basenbäder mag, weil er kann einfach nicht so lange in einer warmen Badewanne sitzen, der kann ja auch Fußbäder machen, ne? Oder basische Wickel. Ne? Aber einfach, dass man wirklich die Haut oder die Füße, das ist ja die dritte Niere, die nutzen wir auch gerade bei unserer Leberentgiftungskur immer ganz gerne, indem die Patienten da diese Bambuspflaster auch kleben. Ja, das wollte ich mal fragen. Da gibt's ja ganz viel Werbung darüber, aber auch so viel am Markt und dann sehen die Pflaster am nächsten Morgen dann schwarz aus. Mhm. Dann sagen manche, das ist fake oder, also da wäre mal auch interessant von dir zu hören. Arbeitet ihr damit in der Klinik oder? Ja, wir arbeiten damit und die Mama ja schon viel länger wie ich und die hat gerade bei Kindern ganz gute Erfahrungen gemacht mit diesen Pflastern. Wir haben aber auch da nur einen Hersteller, weil da haben wir auch einige ausprobiert und die haben gar nicht so gewirkt. Ne? Also da muss man schon drauf achten. Ich weiß, dass es da bei eurem Fernsehsender auch eine Sendung zu gibt. Das habe ich gesehen, als ich mich mal vorbereitet habe. Mehr kann ich dir zu diesen Pflastern eigentlich gar nicht so sagen. Aber die Patienten spüren es und gerade Kinder, da kannst du es beobachten, dass wenn du die klebst, gerade unter die Füße, und die Füße sind ja sehr, sehr gut durchblutet und in der Nacht wird da ganz viel rausgezogen. Und im Wissen, dass die Haut einfach ein Ausscheidungsorgan ist, egal ob jetzt über Basenbäder oder über diese Bambuspflaster, weißt du, das ist ja altes Heilwissen, auch die Bambuspflanze. Also da ist sicherlich was dran. Ne? Aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich wollte gerne mal so ein Pflaster ins Labor schicken. Irgendwann werde ich es auch noch mal tun und es analysieren lassen. Stimmt, das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Das kann man einfach mal machen, ne? Aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Wenn ich jetzt eine Innosphärese mache, das hatten wir schon auch in mehreren Interviews, hat das auch Auswirkungen auf die Verschlackung? Klar, weil damit tust du ja ganz viel, auch Säuren, ganz viel Gift rausholen. Und du hast ja auch umgehend eine verbesserte Durchblutungssituation und damit auch einen besseren Abtransport. Und das ist ja genau bei der Innosphärese. Der Körper tut ja aus dem Bindegewebe nach der Innosphärese wieder ins Blut mobilisieren. Deswegen ist ja die zweite so wichtig, ne? Weil dann der ganze Dreck aus dem Bindegewebe gelöst wird. Und damit hat man danach wieder ganz neue und andere Kompensationsmöglichkeiten, Kapazitäten. Wenn wir jetzt
immer wieder gibt es ja jetzt gerade auch wirklich Frauen, die ich kennenlerne, die sagen, altersunabhängig, ja, Mitte 30, Mitte 40, völlig, aber die nehmen gerade alle zu. Also als ob so ein bisschen im Umweltfaktor was so aus den Bahnen geraten ist. Gehen wir mal davon aus, wir haben durch Trinkwasser, durch Stress, so kollektive Angstthematiken, ein verschobenes Stresshormonsystem und auch Wassereinlagerung, Bitterstoffe fehlen und das ganze Thema. Wie kann ich mit so einem Körper wieder in Balance kommen? Ja, was sind da so für viele verschiedene Möglichkeiten, dass man sagt, da ist ja irgendwas aus der Bahn geraten? Klar, du hast das schön gesagt. Und das Erste ist mal, ich muss mich selber wieder in die Bahn bringen, oder? So. Und das mache ich erstmal ganz viel über meine mentale Kraft. Mhm. Also ich muss mich seelisch so weit bringen, dass ich sage, egal was da draußen passiert, ich bin hier in meiner Mitte über Atemübungen. Ist übrigens auch ein ganz wichtiger Regulator fürs Säurebasensystem, der Atem. Ne? Ja, das ist auch so unbekannt, gell, dass man über den Atem entsäuern kann. Ja, und die wirklich tiefe Atmung, intensive Atmung ist ein entscheidender Faktor, ist auch in der Schulmedizin bekannt. Ne? Dann Meditation, Bewegung. Ne? Alles, was in Bewegung ist, fließt. Damit kann ich ganz viel regulieren. Wasser ganz wichtig. Dann gerne mal eine Fastenkur, gerne mal eine Basenkur, gerne wirklich diese Basenbäder, Basenfußbäder machen. Ne? Also das ist so ganz wichtig. Aber entscheidend ist so, hier oben muss erstmal so ein Schalter umswitchen. Ne? Ja. Und in der tiefen Ruhe dann, kann der Körper sich manchmal ganz von alleine helfen. Das schafft er dann schon, wenn er dann noch das Handwerkzeug oder das Werkzeug hat, was er braucht, dann schafft er das. Mhm. Schön. Und gerade in den Städten und so, du sagst viele Freundinnen und so, und das Wasser hast du angesprochen, ne? Die ganze hormonelle Situation da im Wasser. Und ich meine, das macht ja was mit einem. Mhm. Wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte mal so eine Detox-Kur machen und mal sich wirklich eine Woche Zeit nehmen und mal den Körper und Geist und alles Mögliche mal wirklich reinigen lassen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Auch jetzt bei euch zum Beispiel, ja? Also wir haben ja zum Entgiften eigentlich zwei Wochen. Also wir haben mehrere Wochen. Wir können auch individuelle Programme schnüren. Aber eigentlich, wenn man den Geist mal richtig befreien möchte, finde ich es eigentlich das Fasten sehr schön. Und da haben wir eine bestimmte Heilfastenwoche, wo einfach so Anwendungen jeden Tag sind, ne? Auch Einläufe, Massagen, aber einfach der Schwerpunkt auf dem Essen nicht so liegt. Mhm. Ne? Also bei unserer Leberentgiftung, da dürfen die Patienten ja dann sich am Frühstücksbuffet doch satt essen und mittags haben die einen Gemüseteller und Salat. Also das sind ja dann auch größere Portionen, die sie essen. Aber der Körper ist dann trotzdem immer noch so auch mit Verdauung beschäftigt. Mhm. Ne? Auch wenn die Leber nicht belastet oder ist, trotzdem verdauen. Es ist auch schön, mit den anderen am Tisch zu sitzen. Aber so, wenn man eigentlich mal wirklich so für sich sein will, finde ich eigentlich so eine Fastenwoche ganz schön, weil dann ist der Geist wieder so klar. Mhm. Ja. Und ich habe mehr Zeit, wenn ich weniger Zeit mit dem Essen verbringe, habe ich mehr Zeit auch für Bewegung und für mich. Ne? Kann in den Wald gehen, meditieren, atmen, Bäume umarmen, was auch immer. Gibt's beim Fasten eigentlich auch Erkenntnisse mittlerweile zum Thema Muskelabbau und diese ganzen Thematiken? Weißt du, es gibt ja auch Kritikpunkte am Fasten, so dass der Stoffwechsel danach runterfährt und ein Jojo-Effekt kommt und solche Geschichten. Was habt ihr da so für Erfahrungen, oder? Also, für uns ist es immer ganz wichtig, dass die Patienten sich schon zu Hause vorbereiten. Ne? Also, ich bin kein Freund von jetzt auf gleich muss der Stoffwechsel umswitchen, denn der Stoffwechsel ist an deinen Rhythmus gewöhnt. Und da kannst du ihn nicht einfach von heute auf morgen umstellen. Da kommt er ja, da weiß er gar nicht, was er machen will und soll und braucht erstmal ein paar Tage der Anpassung. Und dann kommt es auch viel mehr zu diesen Fastenkrisen. Das heißt, er soll schon mal ein paar Tage vorher anfangen, sich anzupassen, den Kaffee wegzulassen, mal eine Mahlzeit weniger essen, kleinere Portionen zu sich nehmen, Bewegung hochzufahren. Also das ist schon ganz wichtig, dass man das macht.
Und dann, klar, der Körper geht an seine Reserven im Fasten. Je nachdem dort, wo es gebraucht wird, das tut er dann schon von alleine machen. Ne? Er kann ja auf einmal Entzündungen beheben, ne? Kann er Tumorgeschwüre besser bearbeiten, abbauen und so weiter. Also die verschiedensten, aber du wirst natürlich auch an Muskelmasse verlieren, weil wenn er das Eiweiß braucht, dann nimmt er sich das. Ja, und dann kann man dann auch mal, wenn einer sagt, ja, aber das ist jetzt irgendwie nicht mein Ziel, kann man auch Aminosäuren geben oder auch, wir sprachen mal in einer Sendung über Galaktose, den Patienten dann Galaktose geben, gerade in den ersten Tagen, dass sie so wachsam sind vom Hirn her, wenn sie Schwierigkeiten haben. Das stellt sich dann schon ein nach ein paar Tagen. Aber ich würde jetzt auch nicht wochenlang fasten, sondern einfach mal gezielt 3 bis 7 Tage. Der ein oder andere ist das Fasten schon gewöhnt. Ganz ehrlich, es ist ja auch von in unserer Evolution her so vorgegeben. Der Mensch ist eigentlich an Hungerpausen mal gewöhnt. Aber heutzutage herrscht einfach Überfluss an allen Ecken. Der Körper kennt diese Pausen nicht mehr, außer wenn wir schlafen. Und selbst dann rennen noch einige in der Nacht in den Kühlschrank. Ja, allerdings. Welche Lebensmittel wirken denn besonders basisch? Dass wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt mal die Säure ein bisschen unterstützen aus dem Körper, rauszugleiten. Also in der Regel alles Gemüse. Ne? Also ich finde, die Gurke ist zum Beispiel, ist natürlich jetzt im Winter ein bisschen schwierig. Man kann sie trotzdem kaufen, aber ich bin auch ein Freund von saisonal, regional. Aber die Gurke ist ganz hervorragend. Was denkst du, was so? Das kennst du ja auch, wenn du so Gurkenscheiben auf die Augen. Ne? Ja. Einfach der wohltuende, regenerierende und Anti-Aging-Effekt der Gurke und aber auch innerlich angewendet. Ne? Die Gurke ist unendlich entwässernd. Ne? Also du kannst sie morgens dir entsaften und trinken. Ne? Das gibt dir Flüssigkeit, die unmittelbar deinen Zellen zur Verfügung steht. Also es hydriert dich und die Gurke ist unendlich entwässernd und entschlackend. Das darf man nicht vergessen. Aber auch alle anderen grünen Gemüse oder die ganzen Wurzelgemüse, Kartoffeln sind sehr basisch. Kann ich dann die Gurke in Form von einem Smoothie zu mir nehmen mit der Schale oder soll ich es durch so eine Saft? Presse, wo dann die ganze ich kann mir auch einen Gurkensmoothie machen, hat ja nicht jeder einen Entsafter zu Hause. Ja. Und besser ist natürlich noch ein Slow Juice, aber musst du halt immer wieder reinigen und putzen. Das macht auch nicht jeder super gern. Ne? Der Saft ist natürlich am allerbesten. Aber ich kann mir genauso gut einen Smoothie machen, wenn es schnell gehen soll. Das ist gar kein Problem. Ich würde halt beim Smoothie, muss man immer so ein bisschen drauf achten. Ich würde nicht so mixen mit Pflanzenmilch oder so oder noch Mandelmus mit reingeben oder so, sondern wirklich, wenn Gemüse, das sollte die Hauptzutat im Smoothie sein und vielleicht ein bisschen Obst für den Geschmack, einen Apfel mit ran oder so. Ne? Aber sobald du wieder irgendwie Mandelmus, Mandelmilch irgendwie mit reintust, hat der Magen schon wieder viel zu viele Informationen. Es gibt andere Verdauungszeiten. Eine Nuss braucht viel länger wie jetzt. So eine Gurke zum Beispiel, die verweilt viel kürzer. Und da gibt's einfach zu viel Unruhe auch für den gesamten Verdauungstrakt. Ja, okay. Also im Grunde nochmal zusammenfassend, wirklich die basische Ernährung, regelmäßig Fußbäder, gerne auch Vollbäder. Dann auch eben Entgiftungsgeschichten. Basentee habe ich noch vergessen. Basentee, ne? Die Kräuter. Weil wir haben ja also auch bei uns, die Patienten kriegen Basentee. Ne? Das sind spezielle Kräutermischungen, wo wirklich aus vielen Pflanzen Tee, also eine Teemischung zubereitet wird und da trinken die teilweise 1 Liter. Ne? Mhm. Und der Tee mobilisiert und löst die Säuren. Ne? Also das ist wirklich ein entscheidender Punkt. Das habe ich vergessen. Diese Tees, Kräutertees, ist ja auch in der alten Heilkunde, kennt man das ja. Ja, aber dass so der Basentee wirklich die Schlacke so mobilisiert, das ist auch nochmal, glaube ich, eine wertvolle Information. Ja, wenn man dann sagt, gerade in einer Phase, wo man vielleicht dann auch mal auch mit Einläufe oder Fasten arbeitet, dass man da wirklich Basentee zu sich nimmt, klar. Super, ja, perfekt. Schön, das war jetzt ein richtig guter Rundumblick. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Passt, gell? Soweit, super. Wenn man doch noch mal ein paar Infos möchte, ja, zu Fastenwochen oder den ganzen Thematiken, wo kann ich denn da mich informieren? Also jetzt nicht über Säurebasen spezifisch, aber man kann natürlich immer auf unserer Website schauen und dort auch Kontaktdaten finden. Man kann unsere Sendungen schauen bei Kur24 und Produkte beziehen wir immer bei Swiss Mountain Pharma.
wo wirklich tolle, also wo wirklich tolle basische Produkte angeboten werden. Und ja, das ist eigentlich das. Und ansonsten stehen wir auch gerne telefonisch oder per E-Mail mal für einen Rat zur Verfügung. Super. Vielen lieben Dank, liebe Friederike, gerne, dass du heute da warst. Und ja, ich freue mich immer wieder, wenn du uns besuchst. Danke. Ich auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, immer wieder steht der Tropfen hüllt den Stein. Deswegen auch bei dem Säure-Basen-Thema, wenn wir immer wieder ein Fünkchen in den Alltag integrieren durch immer mal ein Fußbad oder Gemüse und Säfte, dann wird der Körper immer wieder unterstützt werden bei der Regeneration. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!